Hallo ihr Liebe, herzlich willkommen zu Betty Strickt. Das ist mein, ich weiß gar nicht, der wievielte Podcast ist das überhaupt, 18, 19, 20? Keine Ahnung. Jetzt soll ich vorher mal schauen. Ja, das ist mein kleines Stricktagebuch. Ich bin Bettina. Ich bin noch 58, das ist schon wieder sage 38. Ja, im Januar wäre ich dann 59 und dann gehe ich mit großen Schritten auf die 60 zu. Naja, was soll's. Es ist, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Man muss es einfach so nehmen, wie es ist. Und das Beste draus machen. Die beste Zeit kommt noch, sagt man. Ja, dem möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für die neue Abonnente. Dankeschön. Und auch für die vielen Likes, Daumen nach oben, Kommentare. Es ist mir immer, immer, immer wieder eine Freude, dass ich euch doch ein bisschen was, ja, zeigen kann, wo ihr Spaß dran habt und auch an mir und ja. Ja, jetzt ist schon bald Weihnachten. Mein Gott, die Zeit, die rennt. Heieiei. Es war es doch erst der 1. Dezember, Menschenskinder. Naja, aber ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr eine erholsame, ruhige Zeit habt. Aber eigentlich gehört es ja am Ende. Noch nicht jetzt schon. Es ist eine Dauerwerbesendung. Ich könnte euch Dinge zeigen. Ich habe alles selber gekauft. Erstens mal das. Und ich könnte euch Dinge zeigen, die ich heute auch machen werde. Wo ich euch verführen könnte, das zu kaufen. Wobei, ihr seid selber groß. Ja. Fangen wir an. Also mir ist ja mal wieder am 1. Dezember eingefallen, siedend heißt, dass ja Weihnachten ist, ja. Und ich könnte ja meine Liebe noch mit Socke verwöhnen. Die tragen alle sehr gern Socke, meine ganze Familie eigentlich. Und dicke Socke sind eigentlich auch immer gut. Und darum habe ich mich entschieden, nochmal ein paar Socken zu stricken. Ein paar, eigentlich sind es 4 Paar. Und ja, das zeige ich euch gleich. Denn was ich anhabe, zeige ich euch gleich. Was also meine fertige und meine Einkäufe. Ja, dieses Mal bin ich verwöhnt worden von meinem Mann. Und das zeige ich euch gleich alles. Aber was habe ich an? Das war ein Teststrick. Das durfte ich damals für die liebe Lucilla. Jetzt ist es schon an. Gut. Durfte ich das Teststricken. Das. Kleine Moment. Mata-Shirt. Genau, das Mata-Sommer-Shirt ist es eigentlich. Es ist aus der Alpaka. Ich stehe mal auf. Das ist ein richtig tolles Teil. Es ist warm. Es ist aus der Brushed Alpaka von Drops. Leider kommt die Farbe nicht so toll rüber. Es ist ein richtig tolles Pink. Ja, und ich habe das damals Test gestrickt für Tanja König, heißt sie auf Ravelry, da könnt ihr das auch erwerben, die Kaufanleitung. Und ich habe die damals in M gestrickt, genau, und die Farbnummer, das war die 18 Ceres, keine Ahnung, Pink. Und ach ja, ich habe es zusammengehalten mit Solong Kitty von Rohrspatz und Wollmeise. Also Wollmeise Lace.
war das damals, habe ich die zwei zusammengehalten. Es wird von oben begonnen, nach unten. Es ist eigentlich ganz einfach, aber es hat einfach was. Es hat einen schönen Ausschnitt, finde ich. Auch die überschnittene Ärmel. Ich habe mir noch lange überlegt, ob ich mir doch nur lange Ärmel dran machen soll. Bin aber noch nicht ganz überzeugt, weil so kann ich es doch wirklich über meine ganze Bluse tragen. Und ich finde es einfach frech, wenn man denn so lange Bluse drunter anhat. Und ja, ich finde das cool. Ja, das Martha Sommershirt von Tanja Königs. Dann wurde fertig für meine Enkelin. Ein schlichter RVO mit langen Ärmel. Größe 128. Die Wolle zeige ich euch gerade. Das war die hier. Auch das, es ist viel kräftiger in Natur. Also das Licht ist natürlich im Moment, es ist düster draußen. Ja, so wie es sein soll. Genau. Ich habe auf Ravelry habe ich es eingepflegt und habe auch ein bisschen Daten dazu geschrieben, falls ihr Interesse habt. Ja, wie ich es gemacht habe, habe angefangen, ja, wie viel Masche und so weiter und Zentimeter, habe ich das einfach mal so gemacht. Das Muster, da habe ich immer wieder mal, genau, so zwei Masche links im Wechsel immer. Was mich bei der Wolle etwas stört, es ist ja eine Baumwolle, also überwiegend Baumwollmischung. 68 Baumwolle, 72 Poly und 5% Wolle. Dass es einen leichten Drall hat. Ah, hier kann man es jetzt nicht so wirklich sehen, aber es hat so einen leichten Drall, wenn schräg zu laufen, die Wolle. Kann natürlich möglich sein. Wenn man es wäscht, dass das dann noch ganz rausgeht. Ja, weil so sieht man es eigentlich gar nicht so. Aber ja, ist wahrscheinlich ein bisschen zu fest gedreht. Ah, ist ganz kleiner Moment. Ich komm gleich wieder. So, bin wieder da. Ja, mir ist schon gerade was Siebenteils eingefallen. So, wo mache ich weiter? Mit den Socken. Paar Nummer 1. Das ist hier. Die Wolle. Genau. Das war, Entschuldigung. Genau, das war einmal Woloholika, die normale Base Sockenwolle und die Sockenwolle von Aldi. Da ist die Farbnummer 187. Das war auch so in so einem Viererpäckle. Und die nehme ich eigentlich immer sehr gern für Dickerchen. Die zwei zusammen. Die hier, das ist eine Größe 42 für meinen Ältesten. Da habe ich mit 12 Masche angefangen und da die das bei mir dann immer ein bisschen breit wird, weil ich mit 4,5 bei denen stricke, dass sie nicht zu fest werden, bin ich runter auf 11 Masche. Mach 15 Reihe Bündchen, 35 Reihe Schaft
Und ja, den 20-Reihe mache ich die Herzchenferse und normale Bandspitze vor. Die sind schön. Ich finde das, wie das so rauskommt, das, die Streife finde ich richtig toll. Die sind für meinen Ältester. Dann für meinen Jüngerer sind die hier entstanden. Dasselbe Sockenrezept. Nur dass das jetzt die Größe 40 war, das vorher war 42, 43. Und das ist 40, 41. Ja. Und da ist die Wolle, das ist von mir eine selber gefärbte. Das ist die hier. Und auch wieder eine Aldi. Ich habe für die Größe nur 50 Gramm immer braucht von der Aldi. Aldi Wolle. Und ich vermute mal, das dürfte auch noch mal 50 Gramm sein. Also es sind 100, circa 100 Gramm insgesamt, doppelt fädig. Und das ist die Farbnummer 189. Das ist das da. Die finde ich auch richtig schön. Sind so meliert. Und ist immer interessant, wie die rauskommen, doppelfädig einfach und doppelfädig, denn finde ich klasse. Und ich mag die für zu Hause, so auf dem Sofa. Und ja, der Ältere, der wohnt ja in Thüringen. Da gehen wir nächste Woche hin. Ich freue mich. Da sehe ich ihn endlich mal wieder. Ja, und da ist immer ein paar Grad kälter wie hier. Denn für meine Schwiegertochter sind die. Ah, oh, das ist schade. Das ist ein richtiges Pink, so nicht rot, sondern mehr so ins Pinkrote, also so Magenta ist das mehr. Das da habe ich jetzt mit 11 Masche angefangen und bin runter auf 10 Masche, denn auch mit und eigentlich denn die gleiche Maschezahl, Reihe, Zahl 15, 35 und an der Ferse habe ich denn nur 18 Masche gemacht, 18 Reihe. Das ist schade, dass der sitzt. Ja, na, ja. Das ist eine Größe 38. Die Wolle, das war einmal eine Opal. Eine Opal und in so einem, ja, Bordeaux. Na, Bordeaux würde ich, ja, es geht schon mehr ins Braunstichige, stimmt schon. Ja. Und das war mal eine Drachenwolle. Ja, da kann man das Pink auch schön jetzt sehen drinnen. Ja. Das war eine Drachewolle, aber das ist schon mindestens 10 Jahre her, wo ich die mir damals geholt habe. Da war die Drachewolle noch, hat sie noch ein kleines Ladekit. Das war toll dort immer. Ja, schön. Ja. Nummer 3. Und die Nummer 4, die habe ich für meinen Vater. Das sind die hier, die sind klasse. Richtig toll. Das ist auch eine Größe 42, 43. Und auch für das ganz normale Sockenrezept von mir. Die Wolle war hier auch wieder eine Opal in Braun, die Uni, und eine von mir selbst gefärbte.
In Grau, Braun. Auch richtig toll. Ja. Die Base ist da auch eine Opal gewesen, bei der anderen auch. Und bei einer, wo ich selber gefärbt habe, das war Schmusewolle. Ja. Und ein paar wollte ich eigentlich noch machen, weil eins habe ich ja noch für die andere Schwiegertochter in Spee. Das habe ich ja euch schon gezeigt gehabt mal. Und eins wollte ich eigentlich noch für die Mama machen, obwohl ich hab ja schon Socken für sie. Das sind die hier. Da muss ich nur die Feder vernähen. Da habe ich leider keine Banderole mehr, aber es war eine mit Kaschmir. Und zwar, Mensch, wie hat die geheißen? Die habe ich auch schon länger her mal gekauft. Ich weiß es, ich habe leider keine, es tut mir leid. Und ich habe sie auch, glaube ich, gar nicht eingepflegt gehabt. Aber ja, die sind auch noch richtig toll. Die butterweich, richtig weich. Und da habe ich eine nachträgliche Ferse mal probiert. Die habe ich aber auch schon länger hergestrickt. Muss ich bloß noch die Feder, und die will ich meiner Mama denn. Und das ist ein ganz feines, oh, die ist butterweich, also ein Traum. Wirklich ein Traum. Es war, glaube ich, eine geringe Menge, ich glaube 10% oder sowas war es, Kaschmiranteil. Aber trotzdem, ich finde die mega cool. Richtig toll. Ja, die bekommt denn meine Mama. Und den habe ich noch für Freundinnen. Ich habe ja immer gut in Vorrat, und ja, das ist immer gut. Da hat man dann doch immer was zum Verschenken. Ja, so, das war es eigentlich an fertige Sache. Ist ja einiges, oder? Also, ja, bin zufrieden. Jetzt räume ich das mal schnell um. Ach ja, das waren die denn noch für meine andere Schwiegertochter, die habe ich euch schon gezeigt gehabt. Die Dickerchen. Ja. Ja, und da bin ich jetzt gerade am Etikette ausdrucke und annähe und ja, einfach alles fertig mache, dass das Wochenende kommen kann. Das Weihnachten. So. Ja, und dann kam das Opal-Abo. Das zeige ich euch auch noch mal. Einmal. Also ich muss sagen, am Anfang, wo ich den Karton aufgemacht habe, habe ich gedacht, aber je mehr ich sie anschaue, umso schöner finde ich sie. Also, und vor alle Dinge auch, wenn man schon gesehen hat, wie so manche haben sie ja schon angestrickt und wie sie rauskommen. Also muss ich sagen, richtig cool. Also die hier und die hier sind ja Partner. Und die habe ich gestern gesehen, angestrickt. Richtig toll. Und da wäre ich wahrscheinlich wieder für. Ich werde wieder vermehrt für die Aktion Grüne Socke, werde ich wieder stricke, und die kommen definitiv denn dafür in Frage. Ja, genau die. Denn, ja, Herre, klar, die hat sich mein Mann schon unter der Nagelkrisse hier. Die finde ich auch toll von der Farbe. Sie ist mal wegen was anderes. Graubraun. Und die finde ich auch schön. Also jetzt im Nachhinein eigentlich, ja. Die finde ich, da werde ich mir mal so richtig schöne Jeanssocken machen, mal ein wenig höhere.
Und dann die zwei hier. Finde ich auch toll. Das sind so die Gegenpart, auch heller und sanfter von der Farbe. Finde ich auch richtig cool mal. Das wäre vielleicht auch was für Ringelsocke. Na, mal schauen. Und zu guter Letzt, der finde ich auch sehr schön, wollige Weihnachten. Mal so grün, pink, lila Töne. Finde ich auch toll. Da kann ich mir ein schönes Muster, so ein Wellenmuster, oder mal das Jaywalker, oder wie heißen das andere? Pro-Tribble? Oder ja, irgendwie sowas. Also irgendwas Welliges, Pfauenmuster oder sowas. Könnte ich mir da gut vorstellen damit. Ihr liebe ich raus durch, aber wie? Hui! Ja, macht nix. Macht nix. Also es ist eh, also dieses Jahr wird es wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich aufnehme. Denke ich, ja, weil das ist ja extrem kurz, alles so zwischen dem Jahr, also zwischen Weihnachten und Neujahr sind ja nicht so viele Tage. Ja, wobei es sind immer dieselben Tage, aber halt die Woche ist so kurz. Ihr wisst, was ich meine. Oh je, ich wieder. Ja, und denn mein eigentlich einziges, nein, ich habe zwei Vips im Moment, wo ich aktiv dran arbeite. Das ist denn jetzt die Pulswärmer für den Kollege von meinem Mann. Da habe ich einer mal so weit und der Daumenkeil kommt dann noch, oder der Daumenkeil habe ich gemacht. Ja, ganz schlicht einfach zwei rechts, zwei links und der Daumenkeil habe ich so integriert auch. Ja, und da habe ich jetzt die zweite angefangen. Da bin ich jetzt neu zu weit, aber da will ich jetzt gucken, dass ich die Tage auch fertig kriege, damit er die mitnehmen kann. Ja, das ist so Merino-Mischung, butterweich auch. Damals von Hamburger Wollfabrik in Anthrazit. Und dann bin ich über die Mandy. Mandy strickt jeden Tag. Die hat ja bei diesem italienischen Shop bestellt. Und hat sie auch gezeigt, die Wolle. Und ich war sofort Schock verliebt, vor allem in dieses Haferbeige Garn oder Wolle, wo sie da gekauft hat. Und da bin ich dann über ihren Link, bin ich, oder besser gesagt, sie hat ja gesagt, wo sie es bestellt hat. Shop, Online-Shop, Italy. Ah, jetzt habe ich es. Oh. Nee, hab's doch nicht. Aber ich schreibe es unter rein, wo das ist. Bin auf den Job und habe gesagt zu meinem Mann, das wünsche ich mir zu Weihnachten. Mein Gott, ist Frau bescheuert, kann sich das ganze Jahr Wolle kaufen und wünscht sich auch noch Wolle zu Weihnachten. Aber hallo? Das kann man brauchen, das braucht man. Also das ist eigentlich das Einzigste, was man braucht. Ich zumindest. Nee, aber ja. Auf jeden Fall habe ich mir Wolle bestellt. Und da ist dann eine Farbe gekommen. Ich habe euch ja letztes Mal gesagt, mit dem Hellblau, dass ich mir gern mal was mit Hellblau stricken würde. Und da kam dann eine Farbe, da habe ich eine im Shop gesehen, die kam dann und habe gesagt, okay,
Die ist klasse, aber nicht alleinig. Weil es ist ein Mohair, im Prinzip wie die Kizilk. Und ich zeige euch jetzt mal die Farbe. Ist das ja. Und das ist eine ganz, wirklich ganz tolle Mohair. Also es ist jetzt nicht kratzig, gar nichts. Also es fühlt sich wirklich gut an. Und ich habe euch ja letztes Mal einen Pulli angefangen, einen Pulli zeigt und den habe ich wieder kribbelt, weil diese Farbe musste mit der zusammen verstrickt werden. Und zwar die hier. Genau. Weil das passt. Und da bin ich jetzt mittlerweile so weit. Also es sieht definitiv, Entschuldigung, schöner aus wie das, was ich letztes Mal angestrickt habe mit dem Dunkelblau zusammen. Also es wird auch richtig duftig mit 4,5er Nadel. Zeige euch mal. Und es wird also richtig toll. Ja, und was stricke ich da? Was habe ich angefangen? Ich wollte ja eigentlich der Eva Cardigan. Aber da habe ich danach im Nachhinein gesehen, dass der wieder die Schultern dahinter hat, was mir ja eigentlich überhaupt nicht wirklich gefällt. Es ist Geschmackssache. Und da habe ich rumgeschaut und jetzt wird's vom Petit Knit der Champagner Cardigan. Und den finde ich auch klasse. Und der kann man auch in so leicht oversized stricken. Also der finde ich auch richtig toll. Und vor alle Dinge, also wenn man ihre Anleitungen anschaut, also ich bin wirklich begeistert. Von Größe XS bis 5XL, also Hammer. Hammer. Und es gibt es auf Deutsch, also wirklich, das ist auch klasse. Und für alle Dinge, sie beschreibt wirklich Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Und es ist toll. Also ihre Anleitungen sind wirklich toll. Der Champagner Cardigan. Und oh, da freue ich mich wirklich jetzt schon drauf. Das ist eine tolle Farbe. Und also ich habe noch nie solche Farben, doch ein einziges Mal, das ist auch schon fast 20 Jahre her, habe ich mir mal einen Pulli gestrickt. Und der hat mein Mann wirklich immer so an mir möge, habe ich auch in so einem Himmelblau. Und seitdem nie wieder blau. Aber, ja, ich finde es, ja, mittlerweile muss ich sagen, finde ich es cool. Wenn man da das Passende anzieht dazu, weiß oder Jeans. Jeans, ein Jeanskleid finde ich cool dazu. Mal schauen, wie ich das denn kombinieren muss. Ja, aber erstmal fertig wäre, gell? Ja, im Moment habe ich so viel Fürz wieder im Kopf, aber das darf ich. Ja, und da kam natürlich nicht nur die hellblaue. Jetzt knall ich kurz ein bisschen, Entschuldigung, Vorsicht. Oh, ja. Sorry an die Kopfhörer, Hörer, Hörer, Kopfhörer, Hörer. Ja, da kam, ja, das ist ja, das ist eigentlich Fuchsie, Fuchsia. Ja, es ist ein Touch heller wie das, was ich jetzt hier trage. Das ist eine. Ich habe alles aufgeschrieben. Da ist es. So. Also das hellblaue, das war 30 Kippen her. Ne, 50 Kippen her, 50, 30 Acryl und 20 Poly. Einfädig 100 Gramm, 950 Meter.
Und ich habe circa 210 Gramm, also das sind 1900 Meter, also das, wow. Da kriege ich gut was raus. Das Fuchsia, das ist die Farbe 101. Ach ja, das Hellblau war die Farbe 09. Die Fuchsia, das ist 50 Merino, 20 Alpaka, 20 Poly und 10 Polyamid. Polyacryl und 10 Polyamid. Farbe Fuchsia, Nummer 101. Das sind 211 Gramm, 100 Gramm hält 600 Meter. Dann habe ich, und da werde ich mir die Cumulus Plus Onyx draus stricken. Das da, oh, ist das nicht toll? Das ist so ein Haferbeige, also es ist einfach ein tolles Garn. Da habe ich auch eine kleine Mascheprobe. Die habe ich schon wieder aufgezogen, leider. Jetzt eigentlich auch mal, und das ist so ein tolles Garn. Also der ist Hammer. Richtig Hammer. Also ich bin richtig begeistert. Das ist 85 extra feine Merino, 30 Nylon und 2 Elastan. Das ist die Farbe Haferbeige, Nummer 104. Und da habe ich 411 Gramm, 100 Gramm sind 450 Meter. Das kam gerade auf die Krone. Also. Und vor alle Dinge das, die Preise. Entschuldigung. Prost. Entschuldigung. Ja, also die Preise sind echt top. Das war nicht das erste Mal und war dann auch nicht das letzte Mal, wie ich dort bestellt habe. Auch für alle Dinge innerhalb 3 Tage oder 4 Tage war es da aus Italien. Ja. Und zu guter Letzt habe ich mir das ist. Ja, genau. Das ist ein Effektgarn. Genau so. Das finde ich auch, also das finde ich auch richtig klasse. Da könnte ich mir jetzt auch noch mal eine Cumulus Plus vorstellen. Auch von der. Vom Strickbild her. Ich habe es auch schon wieder aufgeribbelt. Auch richtig toll. Und das ist 2 Fäden Kitmo her und ein Faden Effektgarn. Die Farbe Grau Melange Pink 172. Und da habe ich 416 Gramm. 100 Gramm sind 310 Meter. Und wenn ihr das ja auch wisst, von was ich spreche, das ist die hier. Genau, Cumulus Onyx. Genau. Und da, also ich finde, das ist auch so eine Basic-Anleitung, wo man dann zum Beispiel den Kragen, der muss man jetzt so machen, der kann man ja auch wenig höher machen. Man kann einen Rollkragen dran machen, also da hat man wirklich einige Möglichkeiten. Und sie hat das alles ja mit dem I-Cord, kann ich mir auch vorstellen, mit normalen Bündchen zu stricken. Also da hat man einige Möglichkeiten. Und ich weiß, die Passform ist super. Ich habe ja schon Cumulus Blues. Ja. So, das war's. War ja genug. Shopping, Shopping-Tour.
Nee, aber ich finde gerade so als Beilaufgarne und so weiter, finde ich das klasse. Oder eben auch dieses Hafer, das werde ich auf jeden Fall alleinig verstricke, weil das hat so eine tolle Haptik. Also es ist auch so leicht, ja, wie soll ich sagen, sieht wenig so wie so Buckle aus, wenn man es verstrickt. Also es ist richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Und für alle Dinge butterweich. Ja, und ich stehe ja eh auf so Fusselgarne. Das wisst ihr ja. Mittlerweile. So, das war's eigentlich. Dann wünsche ich euch, ja, jetzt fangen sie nämlich hier an, das Gebläse wieder. Mein Gott, ich könnte nicht das auf. Ja, aber sie müssen ja auch schaffen. Schwätzen wir auch da drüber. Ich wünsche euch eine wunderschöne, besinnliche Zeit. Ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche euch Glück. Ich wünsche euch das, was ihr euch wünscht. Es ist eine schwierige Zeit, aber man muss das Beste draus machen. Mir zumindest. Also, sonst würde man eigentlich nur noch in seinem Gedankenkarussell leben und es ist auch nichts. Nein. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Kommt gut rüber. In diesem Sinn. Alles Gute für euch. Tschüss.